Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich kann auf den 14 TP jetzt hier keine Rücksicht nehmen. Ich muss schnellstens zu meiner Position. Ich bin hier mit dem kleinen A-20 der Sowjetunion auf der Karte Gletscher unterwegs. Und ich will hier hoch, um möglichst frühzeitig die Gegner, die hier über den Höhenzug kommen wollen, zu spotten. Beziehungsweise so lange aufzuhalten, bis ich Verstärkung bekomme. Und von daher musste ich leider dem 14 TP da in den Weg fahren. Noch ist hier kein gegnerischer Panzer gespottet oder aufgetaucht. Jetzt einmal hier bis zur Kante. Hier ist auch keiner, noch ein Stück weiter. Jetzt vorsichtig, langsam müssen die Gegner auftauchen hier. Da unten ist ein 25 TP. Ja, ich war schnell genug. Da ist ein T-34 1941. Und jetzt hat er mir leider die Kette abgeschossen. Ich komme aber ganz gut durch ihn durch. Und jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja. Und jetzt noch einer. Und zerstört. Ja, da tauchte der T-34 1941 doch gerade ganz schnell vor mir auf. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass mich der Hetzer hier nicht erwischt. Der kann ordentlich Schaden machen. Und der 14. P, dem ich da in den Weg fahren musste, der ist jetzt auch hier. Aber gegen den Hetzer kann ich eigentlich nichts unternehmen. Und da ist er zerstört. Und da ist ein M10 RBFM. Anvisiert und getroffen. Und ein Matilda. Ja, erstmal wieder zurückziehen. Die schnell feuernde Kanone des Matilda ist kein angenehmer Gegner. Ah, der Matilda zieht sich zurück. Da unten ist eine andere M10. Ah, kritischer Schaden. Ah, zerstört. Und da hat die Arti an mir vorbeigeschossen, beziehungsweise an uns. Ah, da hat mir der M10 doch eine mitgegeben. Ist aber der andere, na, das ist die SU-85. Ah, die Matilda ist noch da. Erstmal die Matilda. Achtet nicht auf mich und wieder hat die Arti an mir vorbeigeschossen. Und da ist die Matilda zerstört. Das weiter hier runter. Da unten ist immer noch die SU-85B. Steht da. Für mich nicht erreichbar. Aber da drüben. Panzer Selbstfaller Fette 4B. Gegnerische Arti-Treffer. Da wurde sie zerstört. Da drüben ist ein STVZ 39. Zu überhastet geschossen. Aber da rechts neben mir steht eine Panzer Selbstfaller Fette 1C. Und ich denke, ich nehme den Weg hier. Nichts, da ist aber die 1C. Und ist zerstört. Und da drüben müssen die beiden noch sein, der Leopard und die andere Matilda. Von daher bewege ich mich jetzt erstmal darüber.
über die Eisfläche. Eine SU-6. Da ist der Leopard. Und jetzt hier hoch und den Leopard angreifen. Da unten ist die Mathilda. Wo ist der Leopard hin? Da drüben. Hat er mir vorbeigeschossen? Ich konnte ihm die Kette abfahren. Und jetzt muss ich an sich nur noch stehen bleiben. Und den Leopard zerstört. Gewonnen 15:3. Ja, das war der sowjetische leichte Panzer A-20 auf der Karte Gletscher. Und wir gehen gleich in die Gefechtsauswertung. Das war der sowjetische leichte Panzer A-20 auf der Karte Gletscher. Und wir sehen hier, ja, der dritte Tagesauftrag ist erfüllt, das ist okay. Wir gehen in die Teamauswertung und Platz 1 anhand des Schadens, 1349, 3 Kills. Und daraus ergibt sich eine WN8 von 10.414. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, drückt den Abonnieren-Knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.